Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die heutigen veröffentlichten Zahlen zeigen, der Aufschwung wird vorbei sein, bevor er bei den Bürgern ankam. Und das liegt an einer maßlosen Steuer- und Abgabenerhöhungspolitik der Bundesregierung. Die schwarz-rote Bundesregierung hat den Bürgern nicht die Früchte ihrer Leistung gelassen. Die einzigen, die durch diesen Aufschwung etwas abbekamen, waren die Staatsfinanzen auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Weil der Staat nicht sparen will, mussten die Einnahmen des Staates steigen, wurden die Steuern erhöht. Das ist unsozial. Die wahre soziale Frage ist die Nettofrage in Deutschland. Wir wollen, dass der Aufschwung bei den Bürgerinnen und Bürgern endlich ankommt. Und das heißt, dass ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem notwendig ist. Das wird die erste Maßnahme sein, die wir ergreifen, wenn wir Regierungsverantwortung übertragen bekommen. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Bitte schön. Die Große Koalition hat ihre Handlungsfähigkeit eingebüßt und das Handeln längst eingestellt. Das, was wir erleben, das, was wir jetzt erleben, sind die letzten Zuckungen einer scheidenden Regierung. Schwarz-Rot ist vorbei. Es ist Geschichte, auch wenn die es noch nicht wissen. Eine Frage auch zu Hessen. Die Spitzenkandidatin der SPD hat ja schon angekündigt, Koalitionspartner mit den Grünen aufzunehmen. Das tut sie ja wahrscheinlich nur, wenn sie sich auch sicher sein kann, dass die Linke dann hinterher sie wählt und auch ihr Kabinett bestätigt. Das ist genau das Thema. Seit heute ist die Katze aus dem Sack. Jeder kann sehen, dass die SPD in Hessen eindeutig eine linke Mehrheit mit den Kommunisten und Sozialisten bilden will. Diese ganzen Ablenkungsmanöver über Ampel, Koalition und anderes werden ja am heutigen Tage entlarvt. Die SPD will mit Grün und Linkspartei eine Regierung bilden. Das wollte sie von Anfang an. Und dafür können wir nicht die Kulisse schieben als FDP. Schönen Dank. Bitte schön. Die Sache ist ganz einfach. In Hessen hat die CDU mehr Stimmen als die SPD. Die FDP hat weit mehr Stimmen als die Grüne Partei. Also haben doch die Parteien der bürgerlichen Mitte einen Regierungsauftrag und nicht Rot-Grün. Frau Ypsilanti hat die Wahl nicht gewonnen, auch wenn sie sich so fühlt. Die Wahl ist gewonnen worden, bei allen Verlusten, immer noch von einer größeren Anzahl von Stimmen bei CDU und FDP. Die bürgerliche Mitte hat einen Regierungsbildungsauftrag. Und wenn die Grünen in Hamburg mit der CDU reden, dann haben sie doch überhaupt gar keinen Grund, in Hessen Gespräche mit CDU und FDP zu verweigern. Das ist ein durchsichtiges Manöver. Die wollen mit den Grünen und den Kommunisten eine Regierung bilden. Das ist ein klarer Wortbruch. Ich bedauere es, dass es dazu kommt, aber es zeigt eben auch, was die wahren Absichten der Sozialdemokraten waren. Und deswegen ist es auch richtig, dass die hessische FDP sich nicht dafür bereitstellt, auch noch die Bühne zu zimmern, auf denen dieses rot-rot-grüne Stück dann aufgespielt wird. Dankeschön.